Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Christopher Robin und ich kann nur sagen, der Film ist definitiv interessant geworden und nicht unbedingt vielleicht ein Kinderfilm. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Oh, hallo, bist du auch auf einer Exposition? Ach je. Christopher Robin ist mittlerweile erwachsen geworden und ja, er hat einen Job, der ihn mehr oder weniger nervt, kann man dezent sagen. Er möchte gerne aufsteigen, er möchte irgendwie ein bisschen mehr schaffen und er arbeitet und arbeitet und vernachlässigt dabei halt auch ein bisschen seine Familie. Zum einen seine Frau Evelyn und zum anderen seine Tochter Madeline. Da ist dann auch das nächste Problem, denn für ein schönes Wochenende, wo sie irgendwie aufs Land fahren wollen, wird er dann natürlich reingerufen in die Arbeit und sagt, sein Chef sagt ihm, ey, du musst jetzt arbeiten hier. Und ja, er ist so an seinem Tiefpunkt angekommen. Allerdings steht dann auf einmal Pooh in London vor ihm und der sucht nämlich seine Freunde, denn sie sind irgendwie verschwunden. Und so gehen die beiden auf eine Reise, auf ein Abenteuer, kann man so ein bisschen sagen, wo es dann halt darum geht, die Freunde zu finden und vielleicht auch Christopher Robins Leben etwas schöner zu machen. Man muss sagen, der Film sieht einfach toll aus. Pooh und Tigger und IA und die ganzen, die sehen einfach lustig und süß aus. Ja, es ist wirklich eine schöne erzählte Geschichte. Man muss sagen, am Anfang wird das Ganze so ein bisschen hingeleitet, wie es dazu kam und so. Und da werden auch teilweise Kriegsszenen gezeigt. Und da es ja nicht Animation ist, sondern echt, also mit echten Schauspielern sozusagen, da denkt man sich, oh, das ist vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu hart für Kinder. Weil so insgesamt ist die Erzählung toll. Es ist ein schönes Abenteuer. Es ist niedlich und nett erzählt. Aber man muss sagen, an manchen Stellen ist es doch ein bisschen düsterer, der Style. Und es ist dadurch auch vielleicht ein bisschen interessanter für Erwachsene, die früher Winnie Pooh gesehen haben und so ein bisschen in Erinnerung vielleicht schwelgen wollen. Weil für Kinder ist die Frage, ob dieser Film halt wirklich was ist, auch was das Verständnis angeht. Auch was insgesamt vielleicht die ganze Geschichte angeht, ob die diesen Umfang vielleicht auch mitbekommen. Weil es ist wirklich sehr schön erzählt und ich kann nur sagen, so von der Geschichte her hat es mir wirklich gut gefallen. Hat natürlich so ein bisschen eine Länge drin von 1 Stunde 40, wo man sich denkt, es kommt schon echt, also die Erzählweise am Anfang ist schon echt super träge, bis es dann mal wirklich dazu kommt, dass Pooh vor Christopher Robin steht und dann sagt, ey, ich brauche deine Hilfe. Das ist schon echt zäh. Weil es dauert halt wirklich gut, vielleicht gefühlt 20 Minuten und das ist bei 1 Stunde 40 schon echt viel und ja, es zieht sich so ein bisschen, es kann so ein bisschen ein Downer für viele sein. Aber so insgesamt ist es schön erzählt. Deswegen würde ich hier 3 von 5 Punkten geben, weil es halt wirklich nicht ideal ist, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Schauspielerisch muss man sagen, ist hier Ewan McGregor sehr gut besetzt. Kann man nicht anders sagen. Auch seine Tochter, die ebenfalls eine wichtige Rolle hat, sozusagen, also auch sehr präsent ist, nämlich gespielt von Bron Carmichael, die wirklich überzeugend ist, gut und in ihrem Alter wirklich dafür schon wirklich sehr, sehr gut spielt. Und insgesamt ist der Cast gut, an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu klischeehaft, was die Dialoge angeht. Insgesamt kommt aber auch der Witz von Pooh und so, das kommt alles sehr lustig rüber, weil der halt im Grunde super naiv ist. Und mit seinen klassischen Aussagen, das ist wirklich sehr lustig gestaltet. Cast insgesamt in Ordnung. Im Englischen, muss ich sagen, war manches von Tigger und IA nicht so gut zu verstehen, weil die halt immer, Tigger spricht so super schnell und IA spricht so ein bisschen vernuschelt. Deswegen war das da ein bisschen schwierig, aber im Deutschen dürfte das dann wesentlich besser gehen. Deswegen insgesamt vom Cast hier 4 von 5 Punkten sehr schön geworden. Und jetzt komme ich zur Technik. Ich kann nur sagen, der Film sieht toll aus. Also ich würde mir wünschen, dass es zu diesem Film Merchandise gibt, weil diese Plüschfiguren, die animiert wurden, so real und süß und lustig und natürlich sind sie alt geworden, also so ein bisschen abgenutzt und abgeranzt. Das sieht so toll aus und ich denke mir so, ey, das wäre so ein cooles Merchandise, so ein cooler Merchandise-Artikel, den man sich irgendwie als Plüschfigur holen könnte. Deswegen insgesamt auch so Kamera und das Ganze funktioniert sehr, sehr gut. Sieht gut aus, hat einen bestimmten Look. Das Ganze so ein bisschen natürlich älter gehalten, weil es ja nicht in unserer heutigen Zeit spielt. Deswegen sieht das alles sehr schön aus und man muss sagen, technisch sehr, 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 sehr schön geworden mit 4 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Christopher Robin hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein sehr süßer Film, ein ja am Ende auch sehr rührender Film. Und man denkt, oh, es ist schon irgendwie schön, dieses Ende geworden. Und insgesamt kann ich nur sagen,
hat mir definitiv Spaß gemacht und ich kann ihn wirklich eigentlich jedem empfehlen. Vielleicht sollten die Kinder so ein bisschen älter sein und sich trotzdem noch für irgendwie Pooh interessieren, weil ich glaube nicht, dass der für Kinder unter 6 Jahren wirklich geeignet sein sollte. Und vor allem, weil der Anfang sehr träge ist und Kinder dadurch vielleicht gelangweilt sein könnten. Man muss auch sagen, leider, der Film transportiert sich sehr, sehr gut auch für zu Hause. Also man muss jetzt nicht unbedingt den Film im Kino sehen. Man muss manche Sachen vielleicht den Kindern auch erklären können. Und das ist zu Hause halt einfacher, wo man anhalten kann und sowas. Dementsprechend, ja, für sehr junge Kinder vielleicht eher zu Hause. Für alle anderen, auch Erwachsene, ist der wirklich unterhaltend. Im Kino kann man sich angucken. Und ja, von meiner persönlichen Meinung her gebe ich hier 4 von 5 Punkte. Ist wirklich sehr schön geworden. Und insgesamt sind wir dann hier auch bei einer soliden Wertung von 15 von 20 Punkten. Kann ich nur empfehlen, ist ein schöner Film geworden und ich hatte Spaß im Kino. Also ist wirklich unterhaltsam gewesen und ich glaube auch alle anderen im Kino hatten wirklich Spaß. Es war sehr schön und ja, er ist toll erzählt, ist natürlich ein klassisches Abenteuer, geht jetzt nicht unbedingt großartig in die Tiefe, aber es ist nett erzählt und manche Sachen sind ein bisschen sehr naiv, aber das ist halt für Winnie Pooh typisch. Dementsprechend, jo. Ganz netter, schöner Film geworden. Das war es soweit mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf dem Kanal vorbei, gebt ein Abo und vor allem auch die Glocke aktivieren. Werdet ihr über alle neuen Videos benachrichtigt. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao. Die Menschen sagen, nichts ist unmöglich, aber ich mache jeden Tag nichts. Nein, Pooh, das ist nicht so wichtig.